So jubelt der Olympiasieger. Diskuswerfer Christoph Harting hat seinen ersten Wettkampf nach dem Triumph von Rio gewonnen. Beim ISTAF Indoor in Berlin schleuderte der Lokalmatador den Diskus gleich im ersten Wurf auf 63,84 Meter, die Konkurrenz geschlagen. Auf Platz 2 Martin Wierig. Die 12.000 Zuschauer aus dem Häuschen feiern das weltweit größte Hallenmeeting. Ich wollte mich ganz doll bedanken. Ich weiß, es ist Freitagabend, wir haben es mittlerweile bestimmt 22:30. Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir waren ein großartiges Publikum. Der zweite deutsche Erfolg des Abends gelang Hürdenläuferin Cindy Rohleder. Auf geht's, Dudkiewicz, Manning. Rohleder kommt und gewinnt! Mit 7,85 Sekunden triumphierte Rohleder zum dritten Mal in Serie beim ISTAF Indoor. Die Hürdenspezialistin vom SV Halle ließ sogar Olympiasiegerin Sally Pearson hinter sich. Erstmals geschlagen geben musste sich nach 3 Siegen Publikumsliebling Kim Collins. Der 40-Jährige sprintete hinter James Dazaulu auf Platz 2. Kim Collins, James Dazaulu außen, Ferraro. Jetzt der Zweikampf, James Dazaulu gewinnt. Die herausragende Leistung des Abends zeigte Weitspringerin Ivana Spanovic. Weltjahresbestleistung mit 6,87 Meter und natürlich der Sieg für die Serbin. Dahinter mit Claudia Salman-Rath und Vorjahressiegerin Alexandra Wester, zwei deutsche Springerinnen. Nicht für einen deutschen Sieg gereicht hat es im Stabhochsprung. Ehemalige Weltmeister Raphael Holzdeppe schaffte es mit 5,70 Meter auf Rang 3, knapp hinter Olympiasieger Thiago Bras da Silva aus Brasilien. Der Sieg ging an den derzeit überragenden Piotr Lisek. Der Pole ließ mit 5,86 Meter die Feuerfontänen sprühen, scheiterte danach beim Versuch, den Meeting-Rekord auf 6,05 Meter zu schrauben. Dennoch war die vierte Auflage des Meetings ein Abend der Rekorde. Insgesamt stellten die Athleten 19 persönliche oder Saisonbestleistungen auf in den 7 Finals. Das ISTAF Indoor hat damit wieder gezeigt, wie faszinierend Leichtathletik sein kann.